Ebbe in der Seine-Mündung und Zeit zum Muschelsammeln für Christophe Minier. Der Wissenschaftler und Ökotoxikologe sucht nach Scrobicularia aus der Familie der Pfeffermuscheln. Voilà. Nach diesen Organismen suchen wir. Das sind Muscheln, wie Miesmuscheln. Doch im Gegensatz zu Miesmuscheln ist diese Art eine regelrechte wissenschaftliche Kuriosität. Denn Scrobicularia können das Geschlecht wechseln. Wenn man ihre Fortpflanzungsorgane untersucht, findet man heraus, dass ihre männlichen und weiblichen Zellen auf anormale Weise zusammenleben. Anormal. Denn Weichtiere, die sich als Hermaphroditen entpuppen, sind nicht natürlich. An den Stränden von Le Havre an der Kanalküste sind schon 15% der Muscheln betroffen. Und die Wissenschaftler befürchten, dass auch andere Meerestiere befallen sind. Wir sind dabei, ein Netzwerk einzurichten auf beiden Seiten des Ärmelkanals, um dieses Phänomen zu erforschen. Wir haben bislang noch zu wenig Informationen. Es gibt unheimlich viele andere Arten. Und wie die sich momentan entwickeln, wissen wir nicht. Christophe Minier hat bereits eine andere Art entdeckt, deren Geschlechtsorgane verweiblichen. Die Flunder. Die Plattfische findet man vor allem in der Seine-Mündung. Vor einem Monat hat er ein paar Exemplare geangelt. Heute werden sie seziert und unter dem Mikroskop analysiert. Hier der Hoden einer Flunder im Querschnitt. Neben den Spermien befinden sich Eizellen. Weibliche Zellen also, die hier normalerweise nichts zu suchen haben. Sie haben fast die gesamten Fortpflanzungsorgane befallen. Dieser Fisch ist kein echtes männliches Tier mehr. Untersuchungen haben gezeigt, dass ihre Physiologie gestört und ihre Fruchtbarkeit reduziert ist. Langfristig kann das den Bestand bedrohen. Laut Christophe sind 4% der Flundern in der Seine-Mündung betroffen. Kurzfristig ist der Bestand nicht bedroht. Doch was, wenn sich das Phänomen ausweitet? Christophe hat die Daten ausgewertet, die ihm seine europäischen Kollegen geschickt haben. Auch in Großbritannien werden Hermaphrodite-Flundern beobachtet, doch in Island überraschenderweise nicht. Denn Island hat eine Besonderheit. Das Wasser in Island ist sauber genug, damit es die Physiologie der Fische nicht beeinflusst. Und unsere Gewässer sind verschmutzt? Die Seine zum Beispiel? Ja, in dieser Hinsicht schon. Die Seine-Mündung ist europaweit mit am stärksten beeinträchtigt. Beeinträchtigt. Sprich, die Seine-Mündung ist mit chemischen Substanzen verschmutzt, die das Hormonsystem beeinflussen. Die Wissenschaft nennt sie endokrine Disruptoren. Denn ihr Vorkommen im Wasser ist nicht naturbedingt. Woher kommen also diese umweltschädlichen Substanzen? Wir folgen der Seine flussaufwärts bis zu einem ihrer Nebenflüsse namens Réveillon. Die Wissenschaftler hier angeln nach Gründlingen und Plötzen. Und wie bei den Muscheln in Le Havre findet auch hier eine Feminisierung der Fische statt, aufgrund endokriner Disruptoren. Wilfried Sanchez glaubt den Grund zu kennen. Flussaufwärts wird Landwirtschaft betrieben. Und das Abwasser sickert durch das Grundwasser in den Fluss. Verschmutzung durch Pestizide. Und durch Regen und Grundwasser geraten die Rückstände in fließende Gewässer. Seit 30 Jahren ist bekannt, dass Pestizide endokrine Disruptoren enthalten. Aber auch andere Substanzen sind für die Hormonveränderungen der Fische verantwortlich. Störungen des Hormonhaushalts und der Fortpflanzungsorgane sind auch auf Ethinyl-Estradiol zurückzuführen. Ein Wirkstoff der Antibabypille. Rückstände von Empfängnisverhütungsmitteln, aber auch von Reinigungsmitteln und Bisphenol A, einem Weichmacher für Kunststoffe. Unsere Gewässer gleichen immer mehr dem Inhalt von Reagenzgläsern. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie geraten diese Medikamentenrückstände in unsere Flüsse? Ganz einfach, weil die französischen Kläranlagen Mängel aufweisen. Valenton im Großraum Paris ist eine der modernsten Kläranlagen Frankreichs. Hier landet das Abwasser von 2 Millionen Bewohnern.
Und laut Yves Lévy, Professor für Pharmazie, wimmelt es darin nur so von endokrinen Disruptoren. Im Haushaltsabwasser befindet sich eine Vielzahl von Molekülen. In unserem modernen Leben findet Chemie in vielen Bereichen Anwendung. In den Toiletten und somit im Abwasser landen Weichmacher, chemische Moleküle und Medikamentenrückstände. Über den Urin, den wir ausscheiden, gelangen Medikamentenwirkstoffe ins Abwasser, wie Östrogene, die in der Antibabypille enthalten sind. Aber auch Reinigungs- und Lösungsmittel. Abwasser wird gefiltert und geklärt. Anschließend zersetzen Bakterien eventuelle Rückstände. Wie kommt es also, dass Medikamente nicht herausgefiltert werden? In Kläranlagen wird das Abwasser nicht auf Medikamentenrückstände behandelt. Unser Ziel ist nicht das Herausfiltern von Medikamenten. Das Abwasser wird gereinigt, aber nicht von Medikamenten. Das Ziel ist die Klärung von Fäkalien. Nach der Aufbereitung wird das Wasser direkt in die Seine geleitet. Das Wasser scheint klar und sauber, doch es enthält noch Dutzende von chemischen Substanzen. Eine Kläranlage ist nicht imstande, alles zu eliminieren. Dafür bedarf es zusätzlicher Behandlungen, die sehr viel teurer sind und deren Kosten auf den Verbraucher abgewälzt werden müssten. Das erklärt die Verschmutzung unserer Gewässer mit endokrinen Disruptoren. Und die Fische leiden. Aber nicht nur in Frankreichs Flüssen verweiblichen Fische. Weltweit sind Tiere von Hormonstörungen betroffen, insbesondere Vögel und Amphibien. Darunter Alligatoren in Florida. Ein US-Biologe hat sie jahrelang erforscht. Die wesentlichen Störungen, die wir in mit Pestiziden verschmutzten Seen beobachten konnten, waren Fehlbildungen an den Eierstöcken, männliche Tiere mit anormal kleinem Penis, sehr niedrigem Testosteronspiegel oder weibliche Tiere mit stark erhöhtem Östrogenspiegel. Die Veränderungen, die wir im Zeitraum 1980 bis 1990 an Alligatoren feststellen konnten, sind heute auch teilweise bei Menschen zu beobachten. Endokrine Disruptoren bedrohen also auch Menschen, denn wir nehmen sie mit unserer Nahrung auf. In unserem Gemüse befinden sich Pestizidrückstände, in unseren Konserven und Kunststoffverpackungen Bisphenol A, in Kosmetikprodukten Phthalate. All diese Substanzen könnten für die Zunahme bestimmter Krebserkrankungen verantwortlich sein, deren Ursprung bereits im Mutterleib liegt. Wenn endokrine Disruptoren im Kontakt mit dem Fötus sind, zum Zeitpunkt der Geschlechtsentwicklung, der sexuellen Differenzierung, also ungefähr kurz vor dem dritten Schwangerschaftsmonat, dann kann das zu Veränderungen führen, die sich später im Erwachsenenalter durch eine geringe Spermienproduktion niederschlagen. Oder bei der Geburt durch ein erhöhtes Risiko von bestimmten kongenitalen Missbildungen wie Hodenfehlstände. Eine dritte mögliche Konsequenz ist ein erhöhtes Risiko von Hodenkrebs, ein Krebs, der bei jungen Männern auftritt. Die Wissenschaftler können die Auswirkungen endokriner Disruptoren auf die menschliche Gesundheit bisher nur schwer einschätzen. Das liegt vor allem an der Vielzahl der chemischen Substanzen, die wir zu uns nehmen. In unserer Umwelt existieren 100.000 unterschiedliche chemische Moleküle. Wie diese aufeinander reagieren, ist weitgehend unbekannt. Die Toxikologie muss sich mit dem Mischungseffekt auseinandersetzen, um alle möglichen Interaktionen zu erforschen. Wenn man bedenkt, wie viele Moleküle es in unserer Umwelt gibt, ist das eine enorme Arbeit. In Frankreich sind die Forscher vorsichtig. Sie fordern Zeit. Kollegen in den USA betrachten endokrine Disruptoren jedoch bereits als tickende Zeitbombe. Beim heutigen Kenntnisstand gibt es keine wissenschaftliche Wahrheit. Doch eines ist sicher: Die Feminisierung der Fische ist ein Alarmzeichen.